Auf geht's zu einer kleinen Runde Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch. Wir fahren wieder einen kleinen Grand Prix, 4 Rennen, keine Teams, Strecken zufällig gewählt und ich hoffe wieder auf den Babypark. Ich weiß auch nicht, irgendwie mag ich diese Strecke, weil die durch und durch chaotisch ist. Aber es geht ins Animal Crossing Dorf und wir haben Sommer. Und so sollte auch ein Sommer aussehen. Nicht so wie bei uns. Wir fahren wieder mit dem Split Quad. Wenn ich das richtig jetzt ausgesprochen habe. Und müssen natürlich versuchen, wieder neben einer guten Platzierung zu gucken, dass wir so viele Münzen wie möglich sammeln, damit wir ein bisschen was freispielen. An Kartteile. Ein roter Panzer kommt, aber wir haben Gott sei Dank etwas zum Verteidigen. Ich bin mal gespannt, ob auch Animal Crossing für die Nintendo Switch rauskommt. Ich meine jetzt nicht so ein Brettspiel, wie es auf der Wii U war, obwohl ich das Spiel auch durchaus schön fand. Und ich mir auch schon überlegt habe, dieses Spiel auch mal in einem kleinen Spielepart mal zu zeigen, weil das Spiel viel Kritik bekommt, obwohl ich das durchaus gut gemacht finde. Aber ich hoffe trotz alledem auf ein richtiges Animal Crossing, was ich wieder Tage, Wochen, Monate durchsuchten kann und ich mich jedes Mal freue, wenn ich dieses Spiel anmache. So ging es mir damals auf der Wii, wo ich es gespielt habe, dieses Animal Crossing Let's Go to the City hieß das, glaube ich. Dann habe ich es noch auf dem DS gespielt, aber nicht mehr so intensiv. Oh, jetzt habe ich es nach vorne geworfen. Ich bin aber auch ein Held. Aber ich habe es auf dem DS nicht mehr ganz so intensiv gespielt. Jetzt bin ich an allem vorbeigeflogen. Und der blaue Panzer hat uns wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Und das Doppel-Item, nachdem wir gerade nichts bekommen haben. Und Erstplatzierter. Damit können wir beruhigt zum zweiten Rennen fahren. 15 Punkte auf dem Konto. Auf geht's. Wasserpark ist die nächste Strecke. Wollen wir mal hoffen, dass wir ein ähnlich gutes Ergebnis hinbekommen wie eben. So, einen roten Panzer. Und eine Münze, wie gesagt. Wir müssen etwas sammeln, dass wir ein bisschen Kartteile freigespielt bekommen. Oh, das war nicht gut gefahren von mir. Und da kommt irgendwas auf mich zugeflogen. Und damit haben wir bereits die erste Runde gemeistert. Münzen haben wir auch ein paar gesammelt. Und auf geht's. Wie kann mich denn ein Tintenfisch unter Wasser vollklecksen? Unser Vorsprung ist durchaus akzeptabel noch. Und Münzen sammeln, damit wir wieder auf 10 kommen. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut.
Und wieder eine Münze. Ja, der Vorsprung ist beachtlich. Wollen wir auch hoffen, dass das so bleibt. Wäre natürlich sinniger gewesen, wenn ich mir was zum Verteidigen geholt hätte. Aber jetzt fahre ich erstmal an allen vorbei, wo man so vorbeifahren kann. So. Münzen sind unsere. Und damit ist auch diese Strecke beendet. Mit dem ersten Platz beenden wir sie. Und haben nun 30 beruhigende Punkte auf dem Konto. Auf geht's zum nächsten Rennen. Der Regenbogen Boulevard. Eine Strecke, die mir gar nicht zusagt. Ein Glück haben wir schon 30 Punkte auf dem Konto. Also wenn ich hier unter den ersten drei komme, bin ich durchaus zufrieden. So, ein paar Münzen sammeln. Und natürlich muss uns der rote Panzer genau über die Schanze erwischen. Das ist ja bei Mario Kart immer so. Oder nicht immer, aber meistens. Ich weiß gar nicht, ob ich ohne Item da runterkomme. Ja, kam ich auf jeden Fall. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich dafür einen Pilz braucht oder nicht. Aber wie ich vorhin gemerkt habe, brauchte ich den nicht. Aber irgendwo gab es noch eine Abkürzung hier. Nur, die weiß ich nicht mehr. Und natürlich muss uns der blaue Panzer jetzt erwischen. Und wieder ein roter. Und wieder wäre es über den Abgrund gewesen. So, jetzt fahre ich am besten mal nicht darunter, weil ich glaube, vom Schwung her schaffe ich das nicht. Oder? Sollen wir es riskieren? Komm, wir riskieren es einfach mal. Sekt oder Selters. Und wir haben es geschafft. Ich sehe gar nichts. Das ist sehr doof. Wir kämpfen uns wieder nach vorne. Und wieder haben wir nichts zum Verteidigen. Und so können wir aber auch keine Münzen sammeln. Wenn wir laufend abgeschossen werden. Und wieder ist der blaue Panzer unterwegs. Und wieder haben wir den ersten Platz nicht lange behalten können. Und wieder kommt ein Blitz. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir hier unbeschadet langkommen. Das musste ich leider ein bisschen zu weit außen fahren. Weil der Kollege mich da anrempeln wollte. Aber wir haben uns auf den ersten Platz gekämpft. Und ich finde auch verdient Erster geworden. Aber es war anstrengend. So, 45 Punkte, das müsste die Vorentscheidung gewesen sein. Und nun wollen wir mal gucken, was die letzte Strecke in diesem Grand Prix ist. Varios Goldmine.
So, auf geht's. So, ein bisschen absetzen am Anfang, dachte ich. Aber ich habe auch diese Kurve nicht gut genommen. Ein bisschen Münzen sammeln. Doppel-Item nehmen. So, mal gucken, ob wir... Ah ne, ich lasse das lieber. Ich werde erst überlegen, ob ich hier gerade ausfahre. Aber lieber nicht. Nochmal einen kleinen Turbo nehmen und schon wieder der blaue. Das hat jetzt in diesem Grand Prix wirklich Mode. Und dann wird mir noch meine wertvolle und einzigartige Goldmünze geklaut. Aber da habe ich sie wieder. So, den Fledermäusen ausweichen. So gut wie es geht. Doppel-Item nehmen. Und dann mal schauen, was wir hier so haben. Es wird uns wieder die Sicht genommen. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. So, nochmal einen kleinen Turbo genommen. Auf geht's zur letzten Runde. In diesem durchaus spannenden Grand Prix. Harte Rennen haben wir hier gehabt. Und wieder den blauen Panzer. Und leider hat uns der Blitz vorher noch unsere Münze genommen. Nun gut. Ich hoffe mal, das war's jetzt mit blauen Panzern und Blitzen. Und was ich da jetzt gemacht habe, das weiß ich leider auch nicht. Ich müsste noch mal gucken, dass ich ein paar Münzen irgendwo herkriege. Ich habe nur noch 4. Aber mehr bekomme ich leider nicht. Aber wir haben uns den ersten Platz auch hier erkämpft und sind, ich würde sagen, verdient Gesamtsieger in diesem Grand Prix geworden. Und damit verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer MyGamingWorld81.